Ein 180 Watt Solarpanel vom Feinsten. Ich finde es jetzt auch richtig gelungen, wie das hier drauf ist. Es schaut sogar richtig schick aus. Und das bauen wir in diesem Video ein. Und warum nimmt man so ein Solarpanel überhaupt auf so ein Wohnmobil drauf? Natürlich, Freiheit heißt das Thema. Und damit ist man einfach unabhängig von irgendwelchen Stromanschlüssen auf irgendwelchen Campingplätzen und kann die Natur genießen und sich ein paar schöne Tage machen, ohne auf einen Föhn zu verzichten. Ab geht's ins Video, wir bauen das jetzt mal ein. In diesem Video zeigen wir euch ja detailliert, wie wir dieses Solarpanel aufs Dach bauen und elektrisch anschließen. Damit es euch aber nicht langweilig wird, haben wir noch folgende Themen in anderen Videos für euch. Die Installation einer selbstjustierenden SAT-Anlage von Karatec. Passend dazu gibt es natürlich ein gescheites TV-Panel mit einer richtig coolen Halterung. Natürlich brauchen wir auch ein vernünftiges Autoradio mit Navigation. Wenn wir schon ein neues Autoradio mit Monitor drin haben, dann gibt es natürlich auch eine Rückfahrkamera, Frontkamera und eine Grauwasserkamera. Kommen wir zur Musik, weil wir werden natürlich auch wieder unsere Option-Lautsprecher einbauen in den Ducato und auch die Remi-Front mal ausbauen. Wenn wir fertig sind, dann haben wir so viele geile Sachen in unser Wohnmobil einbaut, die wollen wir natürlich schützen mit einer Funkalarmanlage von T-Tronic. Und falls uns das Auto doch jemand entwendet hat, den Mistkerl, den erwischen wir mit Autoscope unserer GPS-Ortung. Und wenn ihr denkt, das hat's schon damit, dann werden wir wahrscheinlich trotzdem noch Videos bringen. Und zwar vielleicht über das Thema Endstufe und Subwoofer oder Innenausstattung. Teppich, Bett, Bettzeug, wer weiß das? Lasst euch überraschen, was dieses Jahr noch kommt mit unserem Super Ducato. Was braucht man denn jetzt alles, um so ein Solarpanel aufs Dach zum Schrauben zu kleben, die Kabel zu verlegen und das Ganze am Bordnetz anzuschließen? Wir haben für euch ein komplettes Set zusammengestellt, wo meines Erachtens nichts mehr fehlt, damit ihr das problemlos nachbauen könnt und ihr habt das ganze Werkzeug, das ganze Kleinmaterial. Wir können das jetzt mal im Detail durchgehen. Als allererstes haben wir natürlich unser 180 Watt Panel, das für genügend Leistung sorgt und das geht nachher entsprechend mit dem angeschlossenen Kabel bis zum Controller runter, der dann entweder unter dem Fahrer, Beifahrersitz, ist bei jedem Wohnmobil vielleicht ein bisschen anders, angeschlossen wird. Da haben wir natürlich auch gleich entsprechende Klettverschlüsse, die man mit unten anbringen kann oder auch das Ganze verschrauben kann, also beide Varianten liegen hier mit dabei. Das Kabel ordentlich durchzuführen, liegt grundsätzlich vom Panelhersteller auch so ein Durchlass für die Kabel fürs Dach mit dabei. Der wäre für zwei einzelne Kabel eigentlich ziemlich gut, wenn es nicht so ein Dach wäre wie bei uns. Beim Kastenwagen haben wir ein viereckiges Lamellendach. Und da passt der nicht richtig. Also wir legen euch gleich mit dazu einen anderen Durchgang, wo er sich bei solchen Fahrzeugen hervorragend eignet und wir bauen den auch richtig ein und zeigen euch, wie das funktioniert. Wir haben 2x6 Quadrat Stromkabel mit jeweils 3 Meter mit dabei, rot und schwarz, dass ihr nachher auch diesen Controller nachher an der Bordbatterie anschließen könnt, also vom Fahrzeug die Motorbatterie und die Hausbatterie. Natürlich mit allen Klemmen, so dass ihr alles einwandfrei hier anschließen könnt. Aderendhülsen, Ringösen, die entsprechenden Sicherungen mit dazu. Auch das Kleinmaterial, um die Kabel im Sicherungshalter richtig anzuschließen, liegt alles mit dabei. Und wir haben euch noch einen 38 mm Kreisschneider mit dabei, damit ihr das Loch für diese Durchführung ordentlich im Fahrzeug machen könnt. Damit wir das Panel richtig draufkleben können, haben wir hier unseren Decasyl MS5 Kleber. Ihr braucht jetzt quasi noch eine Pistole dafür und einen Kreuzschlitzschraubenzieher. Ihr braucht vielleicht noch einen Seitenschneider. Und was wir euch auch mit dazulegen, und das ist die Wunderwaffe in dem Auto, das ist unser Durchzugsband, weil ihr das Kabel natürlich an gewissen Stellen durchziehen müsst,
was mit dem Kabel hervorragend funktioniert. Und wir haben euch natürlich auch ein entsprechend gutes Isolierband mit dabei, um die einzelnen Sachen schön zu isolieren, anzuhängen, wie auch immer. Ihr seht es ja jetzt dann während dem Video. Es empfiehlt sich auch, Multifasertücher oder zumindest sehr dicke Tücher zu nehmen, damit man das Panel auf dem Dach auch mal ablegen kann, ohne dass es irgendwelche Kratzer macht. Und ich würde euch empfehlen, holt euch, habt ihr wahrscheinlich sogar daheim, so ein Panzertape, am besten in Silber. Bei einem Fahrzeug wie bei uns schwarz ist natürlich ein schwarzes Band vielleicht nicht so ideal, aber auch das müsst ihr euch noch irgendwoher besorgen, wenn ihr es nicht eh schon habt. Ansonsten gibt es auch alles natürlich einzeln zu kaufen, aber wir haben euch dieses Sorglos-Paket zum Vorzugspreis zusammengestellt, das es natürlich bei uns zu kaufen gibt. Alle Links unten im Videobeschreibungstext für jedes einzelne Produkt und natürlich das Gesamtpaket. Um das Panel aufs Dach zu bringen, empfiehlt es sich natürlich vielleicht doch einen freundlichen Helfer zu bekommen, damit wir das gemeinsam zu zweit oder vielleicht sogar zu dritt da hochnehmen. So, du nimmst das Ding mal so. Genau. Hochlupfen. So, wir müssen noch mehr zu dir. So, und wir legen das jetzt hier auf das Mikrofasertuch erstmal richtig drauf. So. So, der Mikrofaser, das passt so, oder? Okay, prima, danke. Unser Panel hat eine Länge von 1,63 und eine Breite von 68 cm. Und da müsst ihr natürlich bei jedem Wohnmobil gucken, wo passt denn das eigentlich hin und was muss ich noch alles eventuell auf dem Dach installieren, damit sich das nicht ins Gehege kommt. Wir machen ja hier noch eine SAT-Anlage drauf, eine SAT-Schüssel. Wie ihr seht, habe ich das auch alles schon ein bisschen vorbereitet, weil ich habe da unten mit dem Panzertape bereits die Stellen markiert, wo ich jetzt dann den Kleber anbringen kann und damit auch die Position von meinem Panel, damit ich genau weiß, wie ich mich ausrichten brauche und habe auch gleich die ganzen Kanten hier praktisch parat. Und jetzt geht es schon los. Wir haben jetzt hier in dem Fall ein Lamellendach, also hier mit diesen Lamellen drauf. Und da drin läuft natürlich immer das Wasser und hier bleibt das Wasser nicht stehen. Deswegen machen wir hier die Klebefläche natürlich auf dieser erhöhten Fläche und ziehen das einmal da dran so durch und werden das praktisch punktuell befestigen, hier hinten wie vorne, und können das Ganze schön ausrichten. Und wir müssen natürlich jetzt dann auch noch das Kabel von unserem Solarpanel hier hinten über ein Loch nach unten ziehen, damit wir da natürlich irgendwie auf die Batterien kommen. All das müssen wir jetzt machen und dann würde ich sagen, machen wir als nächstes die zwei 38 mm Löcher rein, einmal für das Solarpanel und einmal für die SAT-Anlage, damit wir das gleich mal weg haben und dann kleben wir die Anlage drauf, weil die muss dann mit dem Kleber erstmal 24 Stunden aushärten, bevor wir an den Kabel dann rumzirren und vielleicht die Position dann wieder verschieben. Das wäre ja blöd. Also lassen wir das einmal richtig austrocknen. Bei der Positionierung von dem Panel oder von den anderen Anbauteilen, die ihr aufs Dach macht, müsst ihr natürlich wirklich auf alles achten. Hier haben wir jetzt zum Beispiel das Dach offen und man denkt, naja, ist ja kein Problem, schließt ja bis hier ab. Ich zeige euch jetzt mal schnell was. Schaut mal, was passiert, wenn ich das Dach schließe. Dann wird es nämlich ganz schön knapp da oben dran. Und wenn ich jetzt denke, das ist doch gar kein Problem, dass ich bis daher gehe, dann habe ich, wenn das mal verklebt ist, echt ein Problem. Jetzt können wir ganz entspannt unsere zwei Löcher bohren, einmal für die SAT-Schüssel hier rauswärts, da kommen wir nachher hier so ran, und einmal für die Solaranlage hier. Und wie wir an die zwei Löcher kommen, ja, das müsst ihr halt rausmessen, weil innen drin kann ich nicht überall einfach mal durchbohren oder Kabel durchziehen. Naja, ich kann es schon machen, aber es schaut halt nicht schön aus. Und schon gleich gerade, wenn ich vielleicht im Bad rauskomme oder irgendwie sowas. Also man muss innen drin erstmal gucken, wo kann ich sinnvollerweise mit der Durchführung durch. Und man muss aber auch darauf achten, jetzt gerade bei uns beim Kastenwagen durch diese Lamellen, müssen wir auf jeden Fall schauen, dass wir immer auf so einer Lamelle drauf sind, nicht in der Vertiefung drin, weil sich da das Wasser ja staut und stehen bleiben kann und obendrauf das Wasser abfließen kann. Auch wenn es nachher dicht ist und gescheit reingeklebt ist, machen wir es halt einfach doch lieber dahin, wo es grundsätzlich trockener ist als an einer anderen Stelle.
Und deswegen müssen wir auch ein gewisses Maß hier tatsächlich raus, weil unser 38 mm Loch, also hier können wir es nicht mehr drauf machen, weil da die Thule-Schiene schon liegt. Mag bei jedem ein bisschen anders ausschauen, so funktioniert es auf jeden Fall nicht. Also nächste Möglichkeit hier reinwärts. Und jetzt müssen wir innen drin nur noch schauen, wo sind wir denn da genau? Bei uns verbirgt sich das Ganze hinter diesem Schrank und hier steht ja schon TV. Da können wir auch die Deckel hier da dran wegmachen und die Platte, die tun wir jetzt mal entfernen. In dem Fall machen wir drei Schrauben auf. Bei jedem Fahrzeug ein bisschen anders. Naja, aber eigentlich ist alles nur geschraubt. Können wir das auf die Seite legen und hier hinten drin verbirgt sich nämlich die Verkabelung. Und hier können wir auch unsere Solarverkabelung, unsere Sattschüsselverkabelung, alles da reinmachen und verstauen und zum Schluss natürlich auch mit dem Deckel wieder verschließen. Und hier kommen wir dann auch weiter und können die Kabel dann ziehen. Aber uns geht es ja jetzt in erster Linie mal um das Loch, wo wir durchbohren müssen. Wir müssen also, damit wir das Kabel nicht irgendwo rausziehen, da unten drinnen landen. Und ich habe das jetzt schon rausgemessen, also unser Loch an sich wird ungefähr auf dieser Höhe sein, weil da diese Lamelle erst wieder nach oben geht. Bei jedem Fahrzeug schaut es natürlich ein bisschen anders aus. Wir brauchen, um die Löcher von außen zu bestimmen, wo die hingehören, natürlich auch die Innenmaße und die Gegebenheit, müssen wir zu einem Bezugspunkt rausnehmen. Ich habe jetzt als Bezugspunkt den Punkt hier draußen. Den habe ich nämlich von außen gut erreichbar und kann praktisch wegmessen in jede Richtung. Und deswegen muss ich jetzt hier entsprechend diesen Punkt als Bezugspunkt nehmen und die Maße hier alle entsprechend runterrechnen und mir von dem Punkt aus den da hinten berechnen. Also wie weit ist der in der Richtung weg und wie weit ist der da rein weg, wo ich also rauskommen möchte. Und dann kommt ja nur noch außen die Verschiebung von dem Punkt auf die Lamelle drauf. Ansonsten war es das eigentlich. Aber da sollte man schon sehr akribisch und genau hinschauen und richtig rausmessen, lieber dreimal. Weil das ist halt dann schon wichtig, dass wir hier nicht irgendwo da sind, wo wir nicht rauskommen wollen. Aber so schwer ist das jetzt auch nicht. Bevor wir das Loch reinmachen, können wir das auch noch mal so markieren, dass wir sagen, okay, ich habe hier oben mein Fadenkreuz quasi, also mein Punkt. Das sind die zwei Isolierbänder, die einfach in Kreuz geklebt wurden. Und so setzen wir den von außen an. Dann sehen wir nachher auch, ob das wirklich genau in dem Radius drin ist, wo wir hinwollen. Wenn wir die Säge ansetzen, so. Schauen wir, dass der Mittelpunkt hier passt mit dem Innenkreis. Das heißt, wir haben jetzt hier die Hälfte von 3,5, sind 1,75. Das passt in die andere Richtung nochmal. Dann haben wir aber auch Gewissheit, dass der Punkt passt. 3,5, 1,75. Perfekt. Wie schaut es hier aus? 3,5, 1,75. So rum nochmal, so 3,75, das passt. Und jetzt tun wir vorbohren und fahrt mit dem Bohrer nicht einmal komplett nach unten durch, weil ihr kommt ja an der Decke jetzt quasi außerhalb, also in der sichtbaren Decke erstmal raus, wenn wir jetzt ganz durchfahren wollen. Da wollen wir ja gar nicht hin. Also jetzt machen wir hier erstmal ein Löchlein rein, ohne großartigen Druck, ganz entspannt. So, sind wir schon einmal durch und da dran genau das gleiche Spiel. So. So einen Kreisschneider haben wir euch im Lieferumfang auch mit dabei und den können wir jetzt ansetzen. Deswegen haben wir ja vorgebohrt und können uns jetzt hier langsam aber vorsichtig reinarbeiten. Auch mit viel Gefühl bitte. Und jetzt können wir auch schon ansetzen und ganz langsam rein. Und sobald wir durch sind, nicht weiter drücken. Wer nicht so einen starken Staubsauger hat, ja, der kann sich natürlich auch anders behelfen, damit da auch nichts passiert. Das kann man natürlich vorher auch alles abkleben und sagen, okay, dann machen wir das gleich so zu, damit der Lack gar nicht beschädigt wird.
Informiert euch bitte bei eurem Wohnmobilhersteller, ob im Dach irgendwelche Leitungen laufen, die ihr vielleicht verletzen könnt. Und wenn die da drinnen laufen, lasst euch irgendwo sagen, wo die sind, damit ihr da nicht in Bedrängnis kommt. Wir machen jetzt das zweite Loch rein, auch jetzt mal abgeklebt, empfiehlt sich vielleicht grundsätzlich. Und machen das zweite Loch rein für unsere Solarstromkabeldurchführung. So rum. So, einmal durch. Gut, zweiter Deckel drin. Ich habe jetzt gerade noch mal von oben nachgemessen. Also der Hohlraum hier ist gerade mal 4 cm. Das heißt, wer sowas nachbaut ohne unserem Kreisschneider, weil der Bohrer ist sehr kurz, wenn da so ein langer Bohrer drauf ist, dann ist der lange Bohrer bereits durch die Decke durch, bevor das Sägeblatt überhaupt anfängt zum Sägen. Unsere Kreisbohrung können wir natürlich auch noch ein bisschen entgraten, damit jetzt nachher, wenn unser Durchführungsstück drauf kommt, nicht noch irgendwo einen unnötigen Abstand hat. Und dann tun wir das Ganze auch noch, bevor wir es verkleben, ordentlich reinigen. So, wunderbar. Wir können jetzt mit unserem Durchzugsband unterhalb der inneren Isolierung an der Seite runterfahren und wir kommen jetzt unten in dem Kasten raus. Glücklich ist, wer noch jemanden dabei hat, der einem helfen kann, weil um solche Ecken rumzuziehen, die Kabel, ist es doch ganz gut. Man hat eine zweite Person, das ist jetzt in dem Fall unser Gabi vom Support. Und der wird jetzt erstens mal innen drin unser Durchzugsband entgegennehmen und auch uns helfen, das Panel und so weiter aufs Dach zu kleben. Ja, aber ich gebe dir mal kurz das Durchzugsband. Hast du das schon, oder? Ja, super. Kannst du gleich eigentlich so durchziehen? Lass mal so. Wir können jetzt gleich hier auf der Seite ziehen wir ja das SAT-Kabel durch und auf der Seite das Solarkabel entsprechend durch unsere Durchzugshilfen oder irgendwie so ähnlich. So, und das Ganze, das gehört natürlich jetzt da mal rein. Alter, genau. So, und das lassen wir mal da drin, damit wir es nachher auch durchziehen können. Und jetzt hängen wir unser Kabel an unser Durchzugsband. Und zwar mit unserem Isolierband, das ja im Lieferumfang dabei liegt. Und das hängen wir nur da dran, machen wir am besten das so längs dran, damit es nicht so ganz breit ist beim Durchziehen. So schön mit Spannung um das Ding drumherum. Okay, Gabi, du darfst jetzt dann. Ja, genau. Jetzt ganz langsam mal, dass wir da jetzt die Verhalt langsam. So, geht ja schon ein bisschen knapp her. Aber warte mal, mach mal noch nichts, Gabi. Ich muss erst die Isolierung praktisch auf die andere Seite bringen. Jetzt müsstest du es eigentlich ganz langsam zu dir herziehen können. Ja, warte, langsam, weiter, geht. Und wenn du es von unten schon ein bisschen langen kannst und ein bisschen Platz machen, ich weiß, ist ein bisschen eng, aber mit deinen Damenfingern kommst du ja schon durch. Ja, ich merke schon, jetzt viel kann noch mal fehlen. Okay, jetzt müssen wir das ganze Kabel, da hängen jetzt noch diese zwei, die Koaxleitungen dran, aber rein theoretisch dürfte jetzt da nichts mehr im Wege stehen. Alles? Okay, dann ziehen wir quasi jetzt das Kabel einmal komplett durch, aber warte mal, ich muss erst hier den Gummi, das können wir jetzt weiterziehen. Aber jetzt können wir mal das Ganze so quasi hier reinmachen. Gut, lassen wir mal so. Jetzt ziehen wir mit unserem Durchzugsband das Solarkabel durch. Altes Spiel, neues Glück. Du langst wieder da rein. Also so ein Durchzugsband ist schon das Geilste, was es gibt. Und da muss richtig Druck drauf, damit es natürlich an dem Gelben auch wirklich hängen bleibt und nicht das Gelbe dann rausflutscht. So, Gabi, jetzt können wir das auch durchziehen. Jetzt sind die Dichtungsgummis auch da, wo sie hingehören. Und das Kabel können wir nachher noch ein bisschen besser verlegen. Und wir kleben jetzt das Solarpanel fest. Dann alles reinigen, überall, wo der Kleber jetzt drauf kommt. Staub und Fett frei machen.
So, dann los Klebos. Den tragen wir jetzt hier überall schön auf. Da machen wir so eine schöne Wurst. So. Und da machen wir auch immer ringsrum so einen Rahmen, dass ich da auch kein Wasser drin sammeln kann. Die Wurst auf der Seite machen wir ein bisschen höher. So. Die andere Seite geht natürlich ganz genauso. Und das hier ist nur unser Klebestreifen, dass wir wissen, bis wohin wir überhaupt kleben müssen. Den ziehen wir auch gleich wieder ab. So, Gabi, du gibst mir jetzt mal die Seite hier rüber. Und ja, ich hab's. Und bevor wir das jetzt auflegen, genau so. Und jetzt richte ich das schon nach meinem Band aus hier, das ich drauf gemacht habe. Warte mal, ich muss das ein bisschen anders nehmen. Okay. Mehr zu mir. Wir müssen weiter nach vorne, Olli, glaube ich. Ja. Ja. Genau, so und ein bisschen zu mir noch. Ja, gut, aber jetzt, so. Jetzt lege ich hier nicht mehr auf. Sehr gut. Ich lege hinten kaum noch auf. Wie? Du musst zu mir. Jetzt lang ich da auch noch rein. Okay. Okay. Nee, nee, nee. Hoch, hoch, hoch. So, ein bisschen zu mir noch. Sehr gut. Und jetzt müssen wir noch ein bisschen nach hinten. Bisschen nach hinten. So. Kann ich loslassen? Ja, wenn du jetzt so langsam das Ding runterlässt. So ist gut. Ich habe jetzt ein bisschen Schmutz an die Finger. Warte mal, ich hole mal gleich was. Noch können wir es ein bisschen hin und her schieben. Hier schaut es eigentlich alles ziemlich gut aus. Ja, das Einzige, was wir jetzt noch machen müssen, das da dran ein bisschen verstreichen. Dazu können wir. Mit dem Finger. Da müsst vielleicht. Ah ja, gut, so geht es eigentlich richtig gut. Ich nehme jetzt mal nur das Gröbste weg, dass wir den Ding abziehen können. So, und jetzt können wir hier wiederum das Tape abziehen. Genau. Und Leute, nicht nervös werden. 24 Stunden austrocknen. Erst dann geht es weiter mit der richtigen Kabelverlegung, weil dann zieht man vielleicht nochmal irgendwo dran und auf einmal verrutscht es wieder, ohne dass man es mitkriegt. Also austrocknen lassen jetzt. Und genauso machen wir es natürlich mit der Satzschüssel. Die machen wir jetzt auch noch fest. Und dann geht es erst am nächsten Tag weiter mit der Kabelverlegung. Jetzt kommen unsere zwei Kabeldachdurchführungen hier drauf. Die verkleben wir halt jetzt ganz genauso, wie wir das jetzt gerade mit Solar und Sat gemacht haben. Lassen wir das auf der Seite schön sauber machen. Und dann geht's schon los. So, schön abdichten. Da läuft keine Flüssigkeit und keine nichts mehr rein. Voll geil. Großes Kino. So, und so lassen wir das jetzt auch alles hängen. Also ich mein's ernst, 24 Stunden aushärten lassen jetzt. 24 Stunden später stellen wir fest, alles bombenfest, die ganzen Einheiten sind fest. Jetzt können wir natürlich auch die Kabel hier fixieren und noch vollends reinmachen. Könnt ihr mal so im Schnelldurchgang zuschauen. Nummer eins, das Kabel können wir auch hier so hängen lassen. Das macht überhaupt nichts mehr aus. Und jetzt kümmern wir uns noch um das Solarkabel. So. Und weil das hier nicht ganz rund ist, machen wir hier ein bisschen Bitumenband noch mit rein und machen das ganz dicht. Und das Ganze hier reindrücken. So.
Da kommt nichts mehr rein. Weil mir danach war, habe ich jetzt hier einfach mal nur einen Kabelkanal aufgeklebt. Einen ganz normalen, haushaltsüblichen. Und damit können wir jetzt hier auch alles soweit schick machen. Und das Wasser, wo da vielleicht mal reinläuft, das kann auch genau da wieder rauslaufen. Aber dann hat es eine gewisse Ordnung. Hier sieht man jetzt die Kabel vom Dach oben kommen, wie wir sie schön durchzogen haben. Unsere Solarpanel-Strippen plus und minus. Hier Sattschüssel, die lassen wir jetzt einfach mal hängen. Wir ziehen jetzt das Solarpanel-Kabel hier hinten durch. Und hier habe ich auch schon einen Deckel weggemacht. Den hier war mit zwei Schrauben ganz offensichtlich. Und da können wir mit unserem Durchzugsband das Kabel durchziehen. Damit das alles schön beieinander ist, machen wir hier alle paar Zentimeter mal so ein Textilklebeband drumherum. Und damit das da hinten drinnen nicht klappert, weil das Kabel ist sehr hart und das ist alles nur so ein Material, so ein dünnes Holz, machen wir noch zusätzlich Optionsdämmschaum da hinten mit rein, damit das zumindest da hinten drinnen einfach ruhig bleibt. Unseren Optionsdämmschaum, den geben wir euch beim Kauf von der Solaranlage gratis mit dazu. Mit dem könnt ihr nämlich jetzt so kleine Pads machen, die wir um das Kabel wickeln. Das muss ja nicht permanent sein, aber einfach mal so ein Stückchen immer. Weil damit, da klappert nichts mehr. Damit wir das Kabel jetzt durchziehen können, binden wir unser Solarpanel-Kabel. Das habe ich übrigens verlängert. Ich habe hier noch mal einen Meter dran gelötet, weil das dann doch durch das, dass die Solaranlage auf der Seite drüben ist, einmal hier rüber geht und jetzt nach vorne geht es tatsächlich um ein paar Zentimeter nicht aus. Ist bei jedem natürlich auch ein bisschen anders, aber 6 Quadrat Powerkabel haben wir ja schließlich dabei. Und das binden wir jetzt an unser Durchzugsband an. Als nächstes ziehen wir das Durchzugsband hier hinten durch. So, da sind wir und hier haben wir die zwei Enden und einmal hängen wir uns jetzt dran mit unserem Kabel. Okay. So, dann können wir hier mal loslegen. So einfach kann es sein mit dem richtigen Material. Und jetzt langsam wegs nehmen. Den Dämmschaum, dass der jetzt nicht großartig abhaut. So, können wir den doch so lassen. Und hier sind wir draußen und haben genau an der Ecke auch noch den Schaum. Perfekt. Jetzt geht's weiter. Wir ziehen jetzt das Kabel von oben bis ganz runter hier und dazu müssen wir die Verkleidung hier erstmal wegmachen. So, hier rauslupfen. Mittendrin sind nur zwei Clips, die kann man hier ausriegeln. Und jetzt können wir das ganze Stückchen nach oben rausnehmen. So, das war's. Das Ding fliegt eigentlich jedes Mal weg, wenn man das aufmacht. Kann man wieder hier reinklippen und das sind nachher die zwei Clips, wo das wieder dran geklippt wird. Die B-Säulenverkleidung lösen wir auch noch ein bisschen. Da ist noch eine Schraube da unten drin. Gut. Jetzt können wir das auch ein bisschen lösen hier. Damit wir es ganz weg machen können oder zumindest richtig luftig machen können, machen wir die Gurtverankerung noch auf. Jetzt ist das da hinten drin nur noch geklippt und wir können das jetzt hier rausnehmen. So, das war's. Und jetzt kommen wir problemlos dahin, wo wir hinwollen, die Kabel hier durchzuführen, damit wir nachher hier unter den Sitz durchfahren können, bis zu der Position, wo unser Regler seine Endposition findet. Dann können wir jetzt durch den Innenholm oder den B-Holm das Kabel nach unten ziehen. Das holen wir hier wieder ab. Auch hier empfiehlt sich's natürlich, eine Dämmung mit anzubringen für das Kabel,
damit es nicht irgendwelche Klappergeräusche gibt. Und jetzt ziehen wir das Ganze nochmal nach. Und dann ist das Kabel klapperfrei da hinten drin. Hier bei der Kabeldurchführung machen wir nochmal ein bisschen Stoff dran, Dämmschaum, weil das liegt jetzt hier einfach drüber. Und jetzt können wir es hier mit unserem Spezialklebeband, das wir euch auch mitliefern, gleich fixieren. Und hier gehen wir wieder rein, damit man hier nicht in die Schraubenquere kommt. So. Die Verkleidung bauen wir jetzt weg, dann kommen wir da problemlos unten rein. Die ist bloß dran geklemmt, sonst nichts. Und jetzt können wir auch unser Kabel hier durchführen und sind gleich da, wo wir hinwollen. Ein Meter Geflechtsschlauch haben wir euch auch mit im Set mit drin, damit ihr jetzt noch das letzte Stückchen bis zur Endstelle auch schön einpacken könnt, damit das echt gut ausschaut. Und jetzt verstecken wir unser Solarpanel-Kabel schön unter den Verkleidungen und führen das immer mehr in Richtung unseres Reglers. Und das können wir jetzt unterm Sitz durchziehen und auf der anderen Seite wieder abholen. So, da haben wir unser Stromkabel von den Panels. Und hier kommt auch unser Regler hin, den wir jetzt auch gleich noch mit den beiden Pluspolen von den Batterien verbinden und auch noch mit Masse. Wir können da unten die Blenden mal raushängen. Das ist alles nur gesteckt. Da kommen wir nämlich jetzt super zum Arbeiten hin. Und jetzt machen wir den Batterieboden auch gleich auf. So. Denn hier müssen wir jetzt auf unseren gemeinsamen Massepunkt. Das ist der zentrale Massepunkt. Und wir müssen quasi jetzt einmal hier unser Regler von der Solaranlage, der kommt jetzt hierher geschraubt. Die Kabel gehen hier weg. Das sind die zwei Zuleitungen vom Panel, Plus und Minus. Die sind ja auch beschrieben, wie sie jetzt gleich angeschlossen werden müssen. Da kommen Ader-Endhülsen drauf und dann tun wir das hier schön anschließen. Und dann müssen wir noch ein Kabel zu dem Pluspol legen. Das Minuskabel, wie gesagt, hierher auf den Massepunkt. Und ein zweites Pluskabel müssen wir legen auf unsere Zusatzbatterie, auf unsere Hausbatterie. Die Kabel habe ich bereits soweit alle vorbereitet. Ich habe jetzt überall diese Sicherungshalter bereits in der Leitung drin, dass wir das jetzt alles nur noch an der Ringöse am Schalter drüben anschließen müssen und hier noch eine Ringöse drauf machen müssen, um auf den Pluspol zu gehen. Und das können wir jetzt eigentlich, denke ich, im ziemlichen Schnelldurchverfahren machen. Schnelldurchverfahren, Schnelldurchgang. Beide Batterien müssen praktisch auch permanent mit dem Plus verbunden sein, über den Regler von unserer Solaranlage, damit auch egal in welchem Zustand die Batterien entsprechend geladen werden können. Deswegen nie nach so einem Schalter oder irgendwie sowas, sondern vor diesen Schalter. Da müssen wir jetzt drauf, also direkt Pluspol. So. Das sind die zwei Schröppchen. Und jetzt können wir das Ganze hier wegklicken. Und da ist jetzt auch der hier, der geht direkt auf den Pluspol drauf. Wir legen jetzt das Kabel bis daher, schließen alles am Regler an und ganz zum Schluss, wenn alles angeschlossen ist am Regler, dann tun wir noch die Ringöse mit auf den Pluspol mit drauflegen. Also die Verbindung geht direkt zum Pluspol hoch. So, den lassen wir mal hier, dass wir den da anschließen können. Dann legen wir das Ganze da runter. Das holen wir wieder von vorne ab, das Kabel. Gut.
Wenn wir das jetzt alles weggebaut haben, dann kommen wir doch prima hin, um auch Kabel easy hier durchzuführen und nachher da unten rumzulegen. Das Kabel haben wir ja schon vorbereitet. So, das kommt einmal da rein. Jetzt müssen wir rückwärts darüber. So. Unseren Regler, den können wir gleich hier auf dem Holz festschrauben. Wir können jetzt jedes einzelne Kabel auch noch kennzeichnen. Das ist natürlich für die Zukunft super, wenn ich mal in 2 Jahren irgendwas machen will. Oder auch für den Service. Dann will ich doch wissen, was das für Kabel sind, ohne lang zu suchen. So, da haben wir jetzt Home Battery. Und mit den einzelnen Beschriftungen können wir die ganzen verschiedenen Kabel kennzeichnen, damit man auch später alles weiß, was eigentlich wohin geht. Tut man sich mal später leicht oder für die Jungs im Service, die vielleicht auch wissen wollen, wo das Kabel hingeht. Und jetzt können wir die Kabel auch mal entsprechend ablängen. So, das kommt raus. Hier packen wir überall Ader-Endhülsen drauf. Fangen wir mal an zum Anschließen. Solarpanel minus geht auf den ersten Anschluss hier und den aufmachen. Ui Stecker und Zudreher. Und zwar gescheit. Gut. Der zweite Anschluss geht auf Masse-Negativ-Pol-Batterie, also hier unsere Hauptmasse, das ist der zweite. Den machen wir hier rein. Der dritte Anschluss ist positiv von Solarpanel 1, also in dem Fall unseres Solarpanels. Bei Solarpanel 2 haben wir keins, wir könnten an dem Regler bis zu 2 Terminals anschließen, also 2 Panels. Und das machen wir aber nicht. Ja, jetzt. Dann auf dem nächsten Steckplatz wäre jetzt Solarpanel 2. Lassen wir weg, lassen wir einen aus und gehen auf die Hausbatterie Plus. Also die Zusatzbatterie ist also hier angebracht. Das wäre jetzt Starterbatterie Plus, gehört hier drüben mit rein. Alle nochmal zusammen. Das war's. Jetzt sind wir hier unten drin. Und an dem Mäuseklavier kann man jetzt nur einstellen, was ich für Batterie dran habe. Das kann dann jeder für sich selber entscheiden. Ansonsten war's das. Und jetzt schließen wir nämlich die 2 Pluspole noch an. Einmal hier das Pluspol an der Hauptbatterie, an der Starterbatterie. Und das legen wir hier drauf. Die Masse müssen wir natürlich noch anschließen, hier drüben. Und das mache ich jetzt mal schnell. So, Fahrzeug ist stromlos. Und gleich wieder Strom da. So. So, hier verbirgt sich unsere Sicherung drin. Da haben wir jetzt mit 40 Ampere abgesichert. Die kann man da wunderschön rausziehen. Passt doch, einwandfrei. Und das Ganze jetzt noch an der Zusatzbatterie. Und da haben wir uns jetzt auch noch mit drauf. So. Das war's. Hier unten ist also die Sicherung für das zweite Panel zu finden. Und jetzt können wir alles wieder zusammenbauen. Also Leute, mal ein kurzes Fazit zur Installation eines Solarpanels. Man muss schon mal sagen, wenn man das nicht jeden Tag macht und jedes Wohnmobil ist auch nochmal anders, muss man schon ein bisschen Zeit mitbringen, um sich erstmal klar zu machen, wo baue ich mein Panel an, wie mache ich es fest, wo ziehe ich die Kabel durch, wo mache ich Löcher rein.
weil das muss alles vorher mal ordentlich abgeklärt sein. Man muss dann auch innen drin schauen, die Schränke, wie gehen die, wie kann man die wegmachen, die Verkleidung, damit man die Kabel drunter führen kann. Man braucht das entsprechende Werkzeug und das entsprechende Kleinmaterial, um das ordentlich zu machen. Also es bedarf schon ein bisschen Zeitaufwand, um auch mal die Recherche vorab zu machen. Um, wenn man dann loslegt und das Panel schon mal festklebt, was ja auch 24 Stunden braucht, bis es ausgehärtet ist, dass man es auch sagen kann, okay, jetzt kann man auch weiterfahren, wenn man fertig ist damit. Das braucht alles seine Zeit, aber wenn man die Zeit hat und viele von Wohnmobilfahrern haben die Zeit und wollen die sich auch gern nehmen, weil es einfach ein Hobby ist, sein Wohnmobil aufzubereiten und besser zu machen, finde ich es eine coole Geschichte, sich an die Sache mal dran zu wagen. Jetzt könnt ihr euch natürlich noch andere Videos reinziehen über die Sachen, die wir hier in dem Wohnmobil alles eingebaut haben. Das ist ja nicht gerade wenig. Und über ein Abo würden wir uns freuen, weil dann verpasst ihr auch kein weiteres neues Video von uns. Wir sind übrigens auch auf Instagram. Da könnt ihr uns natürlich auch folgen oder auf Facebook ein Like dalassen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Euer Olli.